Da war das dann auch kurz relativ big in Anführungsstrichen. Da waren noch so große Namen wie Harry Styles oder so da, die dann halt bei dieser Listening Session auch persönlich dabei waren. Hey, ich bin Michael Brandon, ich bin beim Diffus Magazin und spreche über meine Debüt-EP. Mit was für Musik bist du aufgewachsen? Ich habe früher immer viel Hip-Hop gehört. Also ich weiß jetzt nicht, ob das meine Eltern mir unbedingt vorgespielt haben, aber das ist so das erste Genre, das ich irgendwie nonstop gepumpt habe, ja. War das dann eher englische Musik, die du damals gehört hast? Englisch auf jeden Fall. Boah, Deutsch kam erst richtig spät bei mir. Also Deutsch hat bei mir wirklich erst angefangen, als ich mir selbst überlegt habe, halt Musik zu machen. Davor habe ich wirklich so gut wie gar keinen Deutschrap gehört und es auch gar nicht gefühlt. Aber als halt dieser Punkt kam, dass ich mir überlegt habe, hey, ich habe jetzt Bock, selber Musik zu machen, kam mir das so unauthentisch vor, wenn ich auf Englisch Musik machen würde. Wie gesagt, weil ich in Deutschland aufgewachsen bin und das halt so meine erste Sprache ist. Ja, dann habe ich erst überhaupt angefangen, mich so mit Deutschrap richtig auseinanderzusetzen. Wie kamst du dann dazu, selber Musik zu machen? Ach ja, das war ein längerer Prozess auf jeden Fall. Also ich hatte immer schon diese starke Begeisterung für Musik. So, das war so meine Leidenschaft. Ich habe leider selber kein Instrument gelernt. Ich hatte irgendwie mal so 2 Xylophonstunden oder so, aber das war dann nicht das Wahre. Und ich weiß nicht, also mit Instrumenten, ja, hatte ich nicht so viel am Hut leider, aber immer halt sehr viel Musik gehört. Ich war immer ein starker Konsument, immer so probiert, so on top of the trends zu bleiben, immer voll heiß drauf gewesen, wenn so Artists, die ich verfolgt habe, neue Alben released haben und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen aufzulegen in Frankfurt, also da war ich DJ, aber dann relativ schnell gemerkt, dass es cool ist, dass es Spaß macht, aber dass es jetzt nichts ist, dem ich mich so vollkommen hingeben möchte. Ich habe dann noch eine ganze Zeit lang Listening Sessions veranstaltet, ja, also wo man halt zusammenkommt und sich gemeinsam ein Album von Anfang bis Ende anhört. Zwischendrin hatte ich auch einen Partner drin und da war das dann auch kurz relativ big in Anführungsstrichen. Da waren noch so große Namen wie Harry Styles oder so da, die dann halt bei dieser Listening Session auch persönlich dabei waren und ja, das war dann so ein sehr besonderer Moment. Aber ja, letztendlich war ich ein halbes Jahr lang in L.A. mit meiner Freundin und da habe ich halt ein Praktikum in einem Tonstudio gemacht. Da hatte ich immer noch irgendwie ne, nichts, nie davor selber Musik gemacht. Ich konnte aber das Studio nutzen, wenn es nicht gebucht war. Also haben gesagt, hey, wenn keiner da ist, tob dich aus, mach dein Ding. Und da habe ich mich halt mal so vors Mikrofon gestellt, just for fun. Und dann habe ich gesagt, ey, pff, das macht Bock, das ist geil. Und dann in diesem halben Jahr L.A., da habe ich halt diese ganze Zeit, wo das Studio nicht genutzt war, immer ja, genutzt, um da selber zu recorden und Sachen zu schreiben. Und das war so der Anfang, ja. Wie kam die Zusammenarbeit mit Gianni Suave zustande? Gianni ist ein Homie von mir aus Frankfurt. Also wir kennen uns echt schon länger. Und ja, da hatte der halt Session in den Red Bull Studios und hat mich halt angehauen und gefragt, hey, ob ich auch vorbeikommen will, aber jetzt ohne geplant zu haben, dass wir jetzt irgendwas recorden oder so. Und dann war er da mit Mighty, einem Produzent von ihm, und die hatten halt diesen Song irgendwie angefangen. Eigentlich stand, glaube ich, nur der Beat. Und dann meinte Gianni halt von sich aus so, yo, Bro, wenn du Bock hast, schreib mal was drauf, vielleicht fällt dir ja was ein. Ja, ich fand es auch mega cool von ihm, dass ich da so drauf hoppen konnte, weil das ist im Endeffekt mein allererstes Release. Also Shoutout an dich, Gianni. So, danke nochmal. Über welche Themen schreibst du eigentlich am liebsten? Also bei den Songs, die ich mache, spaltet sich halt immer in zwei Richtungen. Also es geht entweder halt um die Selbstliebe oder halt um die Liebe zu meiner Freundin in den ganzen Fällen. Ich weiß nicht, gerade bei diesen Songs, wo es um Selbstliebe geht, das ist halt einfach ein Thema, das mich viel beschäftigt hat, in Zeiten, wo es mir dann ja teilweise nicht so gut ging, wo es mir schwerfällt, mich selbst zu lieben. Und ja, die Musik war dann aber ein ganz gutes Ventil, um das halt zu verarbeiten. Deswegen greife ich ganz gerne, glaube ich, dazu. Und ja, was die andere Seite angeht, ich habe eine tolle Freundin, eine tolle Partnerin und da fällt es mir auch sehr leicht, da Lieder drüber zu schreiben. Was ist dir an deiner Musik besonders wichtig? Ich könnte jetzt keine Trap-Banger oder so raushauen oder wo ich übers Ghetto oder was weiß ich. Also ich könnte jetzt nicht über Sachen sprechen oder würde ungern über Sachen sprechen, die halt nicht der Realität entsprechen, die nicht authentisch für meine eigene Person sind. Ich finde es immer ganz geil, wenn der Song irgendwie eine Story hat.
Ich höre auch gerne Musik, wo irgendwie, ich sag mal, ganz viele Bilder einfach nur so aneinander gereizt und man jetzt nicht unbedingt zu den roten Faden raushört, was die Storyline angeht, aber in meinen Songs finde ich das immer ganz cool, wenn ich das schaffe. Und sonst irgendwie, dass es catchy ist, so irgendwie, dass irgendwas catchyhaftes da drin ist, was gut im Kopf hängen bleibt. Was sind deine nächsten Schritte? Ja, Musik raushauen auf jeden Fall. Aber es soll auch nach der EP dann wieder so ein bisschen mehr in eine poppigere Richtung gehen. Da habe ich noch so ein paar Songs in the Vault, die noch rauskommen sollen auf jeden Fall. Da habe ich Bock drauf. Das ist so ein bisschen poppig, funky, Disco-Vibes. Da sehe ich mich auf jeden Fall.